Das Urstart-Doppelportal und Vorschau bis zum Jahresende. Ja, heute öffnet sich ein großes Portal, man könnte es sogar ein Superportal nennen, welches uns nämlich in einen neuen, circa neunmonatigen Zyklus des Maya-Kalenders führt und das eine Energie des Urstarts in sich trägt. Und dieses Portal löst eine Art Welle aus, die für uns den Boden bereitet für neue Projekte und Vorhaben. Und viele von uns haben es vielleicht schon beobachten können, dass in den vergangenen Tagen einige Veränderungen eingeleitet wurden, speziell auch im persönlichen Bereich, insbesondere Wohnungswechsel, Arbeitsplatzwechsel oder Selbstständigkeit. Also Bereiche, die mit materiellen Dingen in Verbindung stehen. Und bei mir ist es auch so gewesen, dass ich jetzt nach fast 6 Jahren, in denen ich quasi aus einem 20-Kilo-Koffer gelebt habe, nun zum ersten Mal wieder in ein eigenes Haus ziehen werde. Und diejenigen, die meine Videos kennen, wissen, dass ich mich eigentlich nie bewusst dazu entschieden habe, mit einem 20-Kilo-Koffer durch die Gegend zu reisen, schon gar nicht über so einen langen Zeitraum. Ich war immer glücklich in Norddeutschland und wollte dort auch nie weg. Und 2016 habe ich dann eine Reise nach Neuseeland geplant, eigentlich nur für ein paar Wochen oder maximal über den Winter. Und auch das habe ich schon in einem Video erzählt, dass ich seinerzeit die Tür meines Hauses zuschloss, das Auto in der Garage geparkt hatte, nach Neuseeland flog und nie wieder zurückkam. Bis heute nicht, weil sich das Leben einfach so gestaltet hat. Und scheinbar genau das von mir wollte, was passiert ist. Und es ist nicht so gewesen, dass mir in diesen 6 Jahren immer nur der Inhalt aus diesem 20-Kilo-Koffer zur Verfügung stand, sondern die Erfahrung, die ich bei allem gemacht habe, war, dass egal, wo ich hingekommen bin, mir wurde immer genau das gegeben, was ich brauchte. Ich hatte immer ein Dach über den Kopf, ich hatte immer genug zu essen. Ich habe wundervolle Menschen kennengelernt. Ganz liebe Katzen kamen in mein Leben. Und mir wurde immer genau das gegeben, was ich brauchte. Und während dieser Zeit musste ich immer wieder loslassen, denn sobald ich irgendwo heimisch war oder mich heimisch fühlte, war die Zeit auch schon wieder zu Ende und ich musste wieder weiter mit meinem 20-Kilo-Koffer. Das ist mir mehrere Male passiert. Und immer wieder habe ich die Erfahrung gemacht, dass mir am nächsten Ort, an dem ich war, gegeben wurde, was ich brauchte. Ja, und so war das eine Art Einweihung, die ich durchlaufen bin, über mehrere Stufen. Diese Art Einweihung kommt jetzt auch kollektiv auf viele Menschen zu. Und das Interessante war, dass mir manchmal ganz wundervolle Dinge gegeben wurden, die über meine Vorstellung hinausgingen. Und manchmal waren es auch Dinge, wo ich mich ja wieder sehr zurücknehmen musste. Hier in Neuseeland, ich habe schon mal darüber berichtet, gibt es einige Batches, alte Häuser, also man nennt sie Batch, und die sind mitunter so eingerichtet wie vor 50 Jahren bei meiner Oma und bei meinem Opa. Und auch das war eine ganz interessante Erfahrung, in diesen Batches zu leben, die zum Beispiel nur vom Regenwasser gespeist werden. Und wenn das Regenwasser in den Regenwassertonnen ausging, weil es im Sommer manchmal mehrere Wochen Trockenzeit hier gibt, dann muss man halt sehr sparsam mit diesem Wasser umgehen. Und es kam auch mal vor, dass ich zwar fließend Wasser hatte, aber kein warmes Wasser und dann die Wim Hof-Methode, kaltes Duschen und so weiter, mit Freude in Erfahrung bringen durfte. Ja, und eines, was ich dabei immer gemacht habe, ich war immer dankbar dafür, egal was mir gegeben wurde. Manchmal habe ich ein Upgrade erhalten, manchmal ein Downgrade, aber ich habe es nicht bewertet. Ich bin immer nur in die Dankbarkeit gegangen und habe mich darauf fokussiert, auf das, was ich hatte oder was mir gegeben wurde. Ja, und in diesem Zusammenhang möchte ich auch mal eben ganz kurz ein ganz großes Dankeschön an euch alle aussprechen, denn viele von euch lassen mir ja regelmäßig Spenden zukommen
oder Wertschätzung für meine Videos, die Meditationen. Und ich mache ja vieles auf freiwilliger Basis und da bin ich wirklich so, so dankbar dafür. Die Wertschätzung in Form von Spenden, liebevollen Kommentaren, ja, oder Likes bei YouTube zu erhalten. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, und die Einweihungen im materiellen Bereich, die werden jetzt kollektiv auf viele zukommen, im materiellen oder finanziellen Bereich. Speziell in dem jetzt startenden 9-monatigen Zyklus, den wir jetzt durchlaufen. Und es geht dabei nicht nur um materielle Dinge, sondern auch generell um Werte, um Begabungen, dass wir selber unsere Werte und unsere Begabungen erkennen und diese auch leben. Und mitunter kann das durch materiellen Verlust einhergehen, dass das wegfällt, was du nicht mehr brauchst, was dir nicht mehr dienlich ist. Also wenn es von sich aus wegfällt, du musst es nicht von dir aus unbedingt alles loslassen, aber manche Dinge fallen einfach weg. Materielle Dinge, lass sie einfach los, wenn sie sowieso von sich aus wegfallen. Trauer nicht, sondern lass sie einfach los mit dem Bewusstsein, dass etwas Schöneres zu dir kommt. Denn das wird jetzt auch kommen. Wir erkennen unsere Werte und unsere Begabungen. Und wenn wir unseren eigenen Wert in uns erkennen, dann spiegelt er sich auch im Außen. Das ist ein kosmisches Gesetz. Und ich kenne auch einige, die haben sich das sehr gemütlich eingerichtet in ihrer kleinen Komfortzone. Sie haben eine kleine Wohnung, die sie entspannt bezahlen können. Und auch da kann es eben vorkommen, dass so etwas weggeht und etwas Größeres zu ihnen kommt, wo sie vielleicht im ersten Moment denken, sie können es sich nicht leisten. Aber hier empfehle ich immer, das mit der Intuition zu prüfen. Wenn deine Intuition dir sagt, dass du jetzt in eine größere Fülle gehen sollst, und das werden viele von uns jetzt erleben, dass eine größere Fülle kommt, bleib nicht in deiner kleinen Komfortzone, in der du dich wohlfühlst, wo du kein finanzielles Risiko eingehen musst. Für viele steht es jetzt an, gerade die, die ihre inneren Werte erkannt haben, da werden sich im Außen größere Werte spiegeln. Und das muss man natürlich wissen und prüfen mit der Intuition, dass auch hier entscheidende Lebensveränderungen stattfinden. Viele sprechen bei einem finanziellen Umbruch immer vom Mangel, dass ein Mangel kommt, aber was ich ganz deutlich sehe, es kommt eine enorme Fülle auf uns zu. Und auch bei der Fülle ist es für viele ein Schritt aus ihrer kleinen Komfortzone des Mangels, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, herauszutreten und sich selbst und ihrem Leben mehr Fülle zu erlauben. Das wird ein ganz großes Thema werden. Fülle wird kommen zu uns. Und dieser Fülle geht manchmal einen Mangel voraus, weil wir etwas loslassen dürfen, Altes. Altes lassen wir los und dann kommt es uns so vor, als ob wir alles verlieren. Durch den Prozess bin ich auch gegangen, wo ich das Gefühl hatte, alles zu verlieren. Aber ich habe nicht alles verloren. Vieles ist wiedergekommen. Viele Sachen aus Deutschland kommen jetzt sogar zu mir noch wieder. Ja, und wir dürfen uns jetzt darauf einstellen, die Fülle zu begrüßen. Denn wir gehen in das goldene Zeitalter. Und das goldene Zeitalter bringt mehr Fülle zu uns. Und manchmal, wenn etwas Wundervolles zu mir kommt, dann denke ich, oh wow, das kommt jetzt zu mir? Und ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und dann sagt meine innere Stimme, hast du mit weniger gerechnet? Wir dürfen jetzt auch die Fülle begrüßen. Sie kommt jetzt zu uns. Ja, und für viele bedeutet das auch, aus ihrer kleinen Komfortzone herauszutreten. Ja, und der Rat dabei ist immer, folge deiner Intuition. Denn das ist die Stimme der göttlichen Quelle, aus der wir alle stammen. Und diese göttliche Quelle, die ruft uns jetzt.
Sie ruft uns nach Hause. Und darum geht es in dieser Zeit der Krisen. Wir kommen jetzt nach Hause. Und wenn du magst, dann lausche jetzt noch, was uns zugeflüstert wird, speziell an diesem Portaltag der Urstadtenergie. Eine Energie, die direkt aus der Quelle stammt. Und das sind Worte, die ich zu Beginn der C-Zeit vernommen habe und damals auch bereits veröffentlicht habe und die jetzt immer noch auf gleiche Art und Weise zu uns gerufen werden. Komm nach Hause. Komm nach Hause. Komm nach Hause. Zur immerwährenden Kraft, die dir innewohnt. Komm nach Hause, um dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist. Komm nach Hause, in deinen inneren Frieden und zur Essenz deiner Seele, zum Licht. Nimm einen tiefen Atemzug und spüre, wie das Leben in dich hineinströmt und dich aus deiner Mitte heraus erfüllt. Komm nach Hause, weil es an der Zeit ist, dich zu heilen und zu erheben. Das Göttliche ruft dich, um dich mit Kraft zu füllen, mit Liebe und Weisheit, mit der reinen Schöpfung, dem Frieden und dem ewigen Leben. Es ruft dich, um dich dabei zu unterstützen, nach Hause zu kommen, in dein Zentrum, deine Mitte. In dir ist ein Ort der Stille, der weise ist, bewusst, gegenwärtig, einfühlsam, geerdet und friedvoll. Es gibt keine tiefere Wahrheit. Du bist heilig. Du bist göttlich. Du bist Liebe. Du bist das Leben. Dies ist der wahre Kern deines Seins, versteckt unter Schichten des Schmerzes, die diese Welt um dich gelegt hat. Doch die Illusion der Trennung zerfällt jetzt. Denn du kommst nach Hause in die göttliche Umarmung der Einheit, Reinheit und Erinnerung. Du fühlst es jetzt, die innere Resonanz, die weiß, mit jeder Zelle deines Körpers, dass du Liebe bist, dass du göttlich bist, verbunden, wertvoll und heil. Atme ein, atme aus. Du bist angekommen. Willkommen zu Hause.